Mimo, die letzten Wochen waren sehr interessant, vor allem auch für dich persönlich. Du hast einen neuen Posten übernommen. Wie geht es dir jetzt in der Admiral zweiten Liga und was sind deine persönlichen Veränderungen? Ja, grundsätzlich gut. Nach so einem Spiel gut ist immer relativ. Aber ich bin zufrieden, die Jungs setzen vieles um. Ja, heute leider die erste Halbzeit komplett verschlafen. Aber zweite Halbzeit haben sie dann eigentlich gezeigt, was sie drauf haben, beziehungsweise auch einmal weniger, was alles eigentlich möglich ist. Aber wie gesagt, eine Halbzeit ist leider zu wenig. Noah, es liegen Veränderungen hinter uns und hinter eurer Mannschaft. Was hat sich so die letzten Wochen getan und wie geht es der Mannschaft damit? Ja, ich glaube, das ist schwer für jeden Spieler, ein neuer Trainerwechsel. Jeder gibt Gas, jeder will sich zeigen. Und es waren jetzt zwei intensive Wochen, waren aber gut. Und ja, wir bekommen es nicht ins Spiel rüber. Wie hast du die heutige Partie gegen den SV Stripfing selber wahrgenommen? Ja, wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen, haben quasi nichts fürs Spiel gemacht, was uns stark macht. Und so schenken wir einfach drei Tore her, wo wir einzeln in Führung gegangen sind. Wie gehst du jetzt an die kommenden Aufgaben heran, dass man zum Beispiel drei Punkte doch mitnehmen kann? Ja, ich glaube grundsätzlich, es ist immer Spiel zu Spiel. Wir werden jetzt morgen nochmal analysieren, schauen, wo wir die Fehler gemacht haben. Und ich sage da, speziell erste Halbzeit war es dann zu wenig. Und da werden wir versuchen, nächste Woche dann von Anfang an ein anderes Gesicht zu zeigen.